Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Wir stehen hier vor Koga. Kagawa. Koga. Kagawa. Ja. Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich umbringe. Ich meine, besiege. An meinen Schlaf- und der Penisattacken solltest du verzweifeln. Ich meinte Gift. Oh mein Gott, der Arena-Leiter ist... Was soll ich gegen Smogon ausrichten? Auf Level 37. Also, mit Dixtry komme ich nicht weit, außerdem hat er nur 3 KP. Glurak mit Feuer. Glurak mit Feuer, das machst du schon. Nein, wehe, der vergiftet mich, wehe, der vergiftet mich. Ah, geil, er hat mich nicht vergiftet. Flammenwurf. Ich habe genug Beleber, also den Kampf werde ich schon schaffen. Also der erste Pokémon von mir ist tot. Jetzt kommt Slimog. Ja. Slimog. Mega Kick. Ah ne, das war ein Scheiße, das ist nicht effektiv dagegen. Ja, passt schon. Irgendwie. Vor allem Fluchtwert steigen lassen, weil das bringt doch nichts. Oder? Ernsthaft, Säurepanzer? Ich versteigt die Verteidigung stark. Ja und? Gegen Flügelschlag keine Chance. Oh, er hat noch Hypertränke. Yo, wahrscheinlich. Was? Nein. Ich war immer besser. Alter Slimog. Alter, meine Attacke von Glurak geht andauernd daneben. Scheiße. Nein. Nidoran. Nidoking. Nidoking. Du bist meine einzige Chance. Komm, 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 komm. Schnell, schnell, schnell. Ich brauch dich. Komm, 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 komm. Aha. Toxin hat keine Wirkung auf Nidoking. Spaß. Ah ne, der Typ ist ein Gift, wa? Doch. Ich könnte. Ja, also was ähnliches. Ich heile jetzt erstmal Dickdreh. Okay. Dann nehme ich Intensität. Oh, der Kampf, wa? Dauert schon 4 Minuten. Wenn der mich jetzt vergiftet, das Arschloch, wa? Nicht sehr effektiv, ja toll. Ach, er hat mich nicht. Doch, Intensität, komm. Komm, 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 komm. 7. Ja. Dann geht die Attacke daneben. Ja, am Arsch. Nein. Dick dreh. Hey. Rüdiger, komm. Rüdiger.
Scheiße. Rüdiger ist tot. Rüdiger wurde gewonnen-hitted. Das heißt, du bist jetzt tot. Ich hab noch Porygon. Ja, Porygon. Chance. Zur Not habe ich genug Beleber. Was? Oh, jetzt ist Porygon vergiftet. Und meine Attacken gehen ständig daneben. Ziehstrahl, komm. Ja, die Attacke trifft. Yes. Nicht sehr, ist sehr effektiv. Wow. Ha, der hat sich verwirrt. Ich hätte Slime doch schon... Also der Typ macht es spannender, als es sein muss. Und es hat sich jetzt vor Verwirrung selbst verletzt. Nein. Oh, ich habe 2 KP. Nee, Genesung nehme ich. Ja, Porygon, der hat wenigstens immerhin da, Dings da gemacht. Oh fuck, Porygon ist tot. Volltreffer. Dragonia, das bringt eigentlich nichts, oder? Glurak. Komm, Glurak. Mega Kick. Och, der Jacke. Ach komm, fick dich. Der Arena-Leiter ist scheiße. Ja. Weißt du, das ist Kacke. Und meine Attacken gehen die ganze Zeit daneben. Ja, ein Glurak ist der ja auch tot, wa? Ja, mein letzter Megakick geht natürlich auch daneben. Ja, und Glurak ist tot. Zwei Stück, ja. Nidoking, komm. Das liegt jetzt an Nidoking. Doppelkick. Geht daneben, Alter! Ich kann nichts dafür, wenn dann die ganze Zeit die Attacken daneben gehen. Soll er das doch die ganze Zeit machen. Die Giftattacke hat gegen mein Nidoking keine Chance. Oh, die Attacke trifft. Wow. Sehr wenig abgezogen. Ja, das ist aber nicht effektiv. Und dann nimmt er gleich eh wieder Hypertrank. Ja, Attacken gehen daneben. Das ist doch Kacke. Ja. Meine Attacken gehen daneben und dadurch wird doch auch... Ich habe zwar noch einen Äther oder so, aber... Ich habe nur noch 12 Hornattacken. Ach, sie trifft mal. Sie trifft mal. Alter, der spannt. Das ist der spannendste Kampf. Giftstachel bringt nichts. Ja, toll. Hypertrank. Ja, ich hab... Alter. Also im Grunde genommen kann ich den Kampf so nicht gewinnen. Doch, wenn du es so ewig weiter machst, ist sein letztes Pokémon. Nein, der hat danach noch 2. Keine Ahnung, der hat zu oft Verteidigung hochgepusht. Nee, Verteidigung. Was ist denn noch gegen Gift effektiv?
Echt? So. Ich hab sechs Beleber. Psycho. Ja. Dein Ernst? Ja. Dragonier, komm raus. Der Psycho-Attacken. Ja, der Döner reicht nicht. Oh ne, der hat doch keinen. Der Drachenwut, Aquavelle, Windhose und Donnerwelle. Was für ein Psychstrahl? Das Vieh ist tot, der das hatte. Wer hatte denn das? Das eine für, weil ich. Pyragon. Ne, Pyro oder. Porygon, ja. Lebt der wieder? Ja, Psychstrahl hat ja nicht wirklich viel abgezogen. Und ihr? Also. Wer ist das? Slime, oder? Ja. Okay. Der ist Gift. Ja, toll, der ist ja auch Gift und Psycho. Ist klar, dass das nicht ganz. Psycho ist effektiv. Psycho ist effektiv. Geh raus, Leute. Nee. Ja, mache ich jetzt. Und wenn das nicht geht, du stirbst, du machst es offline. Dann trainierst du deine Pokémon nochmal. Das ist ein Problem. Ja. Ja. Ja, ist gut. Alter, jetzt macht er schon wieder Säurepanzer, wa? Dass die Verteidigung noch höher ist. Ja, Alter, die Attacken gehen andauernd daneben von jedem scheiß Pokémon von mir. Das ist doch scheiße. Lass mich einfach sterben und nochmal in den Kampf rein. Hat der denn auch keinen Sinn? Ich mach das so lange. Ich halte den Kampf so lange, bis ich keine Items mehr habe. Ich habe so viel Geld, das kann ich mir zur Not nach alles. Ne? Alter. Haha. Dein Fluchtwert kann nicht mehr erhöht werden. Immerhin. Komm jetzt Intensität. Bitte was Gutes. Intensität 7. Und dann geht die Attacke daneben. Boah. Scheiße. Ja. Voll Kacke. Intensität 8. Attacke geht daneben. Alter. Ah, komm. Oh Mann, ey. Kann ich Intensität mal einmal treffen? Von mir aus kann Intensität erst treffen, wenn Intensität 10 ist, aber. Ja, und Volltreffer. Jetzt muss ich mich erst wieder heilen, weil ich wieder nur noch 8 KP habe. Aber ich habe aber auch irgendwie. Psst, ich habe auch keinen Hyperheiler wie das Arschloch da. Ja, ist gut. Der Kampf ist an. Der Kampf spannt an. Aber so. Der setzt die ganze Zeit. Hey, hör mal zu, der setzt die ganze Zeit Komprimator ein, wa? Aber sein Fluchtwert kann sich nicht mehr erhöhen. Ja, sinkt an deinem Fluchtwert. Der Fluchtwert sorgt dafür, dass deine Pokémon nicht so hoch kämpft. Im Ernst? Oh. Mann, ey. Ich kenne doch einfach den Scheißkampf, Mann. Du kriegst eh nicht mehr.
Ja, wenn ich das nach 20 Minuten nicht geschafft habe, war dann ist Pech. 20 Minuten? Ich habe noch 15 und 30. Ja. Das ist doch Kacke. Oh, Nidoking! Nidokings Attacke trifft! Und seine Verteidigung kann auch nicht mehr erhöht werden. Es hat gerade übrigens meine Attacke getroffen, wa? Ja, wie nicht viel. Oh, schon wieder getroffen! Mit Nidoking treffe ich irgendwie. Schon wieder getroffen. Volltreffer! Down! Slybok ist down! Jetzt hat er noch einen Smogon. Smogon. Dann lasse ich Nidoking. Verdammt, ich habe nur noch zwei Hornattacken. Okay, der hat jetzt auch nur noch ein Pokémon. Ja, Nidoking Level 54, 17, 17, 16. Jetzt hat er noch einen Smogmog. Ja, ich habe gewonnen. Sollte ich eigentlich gewonnen haben, wenn die Attacke jetzt trifft. Sie trifft, komm. Verdammt, das zieht ja voll wenig ab. Ich hab noch zwei, aber warte. Da, Erta. So, jetzt muss ich mir noch mal eben ein bisschen Leben geben. So. Ein bisschen. Alter. Jetzt ist meine Genauigkeit natürlich weniger, wa? Alter, jetzt habe ich 120 KP. So, in der nächsten Runde greife ich an. Ja. Boah, Alter. Ja, jetzt geht meine Attacke natürlich daneben, weil der zweimal... Haha, seine Attacke geht dann auch daneben. Ich wette mit dir, der setzt jetzt den Hypertrank ein. Nein, setzt er nicht. Ja, gewonnen. Ja, ja, ja. Ich hab's geschafft. Boah. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Nun, da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du es nun... Surfer außerhalb von Kämpfen nutzen. So, jetzt kann ich nicht Fluchtzeit nehmen, dann bin ich hier draus. Wenn ja, dann brauche ich nämlich nicht den ganzen Weg raussuchen, weil dann mache ich nämlich jetzt Fluchtzeit. Eich, Justin, dafür ist jetzt keine Zeit. Mann. Dicktree ist tot. Alter, ich hatte zwei vergiftete Pokémon. Jetzt darf ich noch hier den Kackweg rausfinden. Den Weg zurückfinden.
So, noch heilen. Boah, war das ein epischer Fight. Ja. What the fuck? Vor allem, ich habe ja vor dem im letzten Part gesagt, ich werde mich extra nicht heilen. Ich habe es mir also selber eben schwer gemacht. Aber immerhin war es ein richtig epischer Fight. So, und wenn euch dieser Part von Pokémon Feuerrot gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne mit einem Daumen nach oben unterstützen. Morgen ist mein Geburtstag, da kommt ein 1-Stunden-Part. Ja, bis dann. Bis morgen. Ciao.